Hallo und herzlich willkommen hier auf lyrelda.de zum sechsten Teil von unserem Spezial zur Relativitätstheorie. Nun, wir wollen heute die Frage diskutieren, wie kann ich Uhren synchronisieren? Wenn wir zwei Uhren haben, die nebeneinander sind, ich transportiere die eine Vektor, bewegen die sich relativ zueinander, dann haben wir schon gesehen bei der Zeitdilatation, dass die Zeiten nicht mehr übereinstimmen. Die Uhr, die sich bewegt, da vergeht die Zeit langsamer. Wir wollen also jetzt zwei Uhren synchronisieren, die entfernt voneinander sind. Also wir haben eine Uhr, wir haben eine zweite Uhr. Das sei Abstand L. Wir wollen die synchronisieren. Nun, wir machen das ganz einfach. Wir bringen genau in der Mitte von den beiden Uhren einen Lichtblitz an. Und im Moment, wo das Licht die Uhren trifft, sollen die Uhren einfach starten. Somit sind sie synchron. Das T0 bei beiden ist also gleich. Wenn wir das Ganze jetzt in einen Zug einpacken, mit einem Gedankenexperiment dazu draus machen, dieser ganze Aufbau sei jetzt in einem Zug. Der Zug bewegt sich in diese Richtung mit einer Geschwindigkeit V. Dann wird ein Beobachter Z, der im Zug sitzt, weiterhin sagen, die Uhren starten, sind synchron, starten gleichzeitig. Was passiert aber mit B, dem Beobachter, der irgendwo am Bahnhof steht? Nun, B sagt schon mal, die Zuglänge ist nicht L, der Abstand der beiden Uhren, also es soll wirklich am Anfang des Zuges und am Ende des Zuges sein, sondern B sagt, stopp, da gab es was wie Längenkontraktion, die Zuglänge von B aus gesehen wäre, naja, L' ist gleich L mal unsere Wurzel, die hier davor kommt, 1 minus V Quadrat durch C Quadrat. Wir wissen also, für ihn scheint der Zug etwas kleiner zu werden. Nun, was er noch sieht, naja, wenn der Zug hier, der Lichtblitz löst hier aus, die Lichtgeschwindigkeit ist konstant, aber der Zug bewegt sich in diese Richtung, das heißt, diese Uhr am Ende befindet sich wahrscheinlich schon hier. Das heißt, dieser Weg hier von der Mitte vom Lichtblitz bis zur Uhr ist kürzer. Und zwar genau um das Stück, was der Zug schon gefahren ist. Also V mal TE. TE soll die Zeit sein, die man es geht, bis die Uhr am Zugende beginnt zu laufen. Das heißt, das hier wäre dann C, Lichtgeschwindigkeit mal TE. Das können wir natürlich zusammenfassend aufschreiben und sagen, V mal TE plus C mal TE ist nichts anderes als die Hälfte der Zuglänge. Die Zuglänge ist bei uns L' oder L mal Wurzel 1 minus V Quadrat durch C Quadrat. Uns interessiert natürlich eigentlich TE. Wir lösen also nach TE auf. Was kann man machen? Wir klammern erstmal TE aus. Dann steht hier TE mal V plus C. Ist das hier drüben als 1/2 mal L mal unsere Wurzel. Und jetzt muss ich nur noch die V plus C teilen. Also ich habe hier durch V plus C geteilt. Das wäre TE. Nun, wir müssen das gleiche Spielchen für TA nochmal machen. TA wäre die Zeit, die es braucht, bis die Uhr da am Anfang des Zuges losgeht. Nun, was ist das bei uns? Naja, das kann man genau gleich herleiten. Das könnt ihr gerne mal machen. Ihr werdet rausfinden, naja, alles ist gleich, bis auf das hier nicht V plus C, sondern V minus C steht. Also TA wäre dann 1 durch V minus C mal 1/2 mal L mal die Wurzel. Das heißt, alles bis auf den ersten Teil des Terms ist gleich. Der erste Teil ist nicht gleich. Somit sind die beiden Zeiten nicht identisch. Das heißt, die Uhren haben einen Abstand, mit dem sie nacheinander angehen. Und zwar beginnt die Uhr am Ende, TA ist kleiner,
zuerst zu laufen. Das heißt, diese Uhr, B sieht diese Uhr schon starten, wenn A noch nicht gestartet ist. Wollen wir das mal kurz ausrechnen, wie weit es ist? Also bilden wir ein Delta T, das sei TA minus TE. Das hier minus das hier. 1 durch V minus C minus 1 durch V plus C. Und dann das, was bei beiden gleich ist, also 1/2 mal die Wurzeln. V Quadrat durch C Quadrat. Nun, das kann man jetzt vereinfachen. Hier den gemeinsamen Nenner suchen, den Hauptnenner suchen. Und dann könnt ihr die Wurzeln noch, könnt ihr das noch alles, wenn ihr die Wurzel auf den Hauptnenner bildet, teilweise die Wurzel zieht und so weiter, könnt ihr das sehr weit vereinfachen. Das ist ein bisschen eine Rechnerei, das könnt ihr gerne mal selber versuchen. Und rauskommen tut dann V mal L durch C Quadrat mal 1 durch die Wurzel. Dann kommt das hier raus. So, was sagt uns das jetzt? Nun, zusammenfassend, wenn B sieht auf der Uhr E also die, die am Ende des Zuges ist, die Zeit VL durch C Quadrat. Das ist also die Zeit, die schon angezeigt ist, dann wenn die Uhr A startet. Das heißt, Uhren, die für den bewegten Beobachter Z synchron sind, sind für B nicht synchron. Und genau dieses VLC durch C Quadrat ist der Unterschied, um was diese Uhren hier falsch laufen, also nicht synchron erscheinen. Nun schaut mal wieder auf www.myrell.de vorbei. Dort gibt es auch das Folgevideo, was wir damit mit dieser Erkenntnis noch anfangen können. Vielen Dank und auf Wiedersehen.